Zack, McFly. Das geht, das war dumm. Klare Ansage, Brudis. Willkommen zurück hier beim Zack. Wir spielen, man sieht's, South Park. Und wir sind dabei, unseren ersten richtigen Fall zu lösen. Wir haben eine heiße Spur von einer Stripperin bekommen. Und der nächste Tag ist angebrochen und ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich im Bürgermeisterhaus mit irgendwem treffen soll. Bürgermeisterhaus, Rathaus. Vielleicht sollte ich da mal hingehen. Okay, Arschlot. Zeit, Classy ordentlich auszuquetschen. Verhör gehört zum Superhelden einmal eins. Geh zu Jimmy und finde raus, was sie weiß. Kuhn, Ende. Jetzt wissen wir, was zu tun ist. Geh in Jimmys Zimmer. Ich schau trotzdem mal beim Rathaus vorbei. Und da sind wir schon. Und das Rathaus wird hey, beschützt. Willst das du heißt, nach Fotos von deiner Mom sehen? Wir müssen ja noch ein paar fertig machen. So, der Kuhn weiß Bescheid. Das war ein kurzer Kampf hier. Ja, verflutet. Die Sechsklässler haben wir fertig gemacht. Wuhu, wir haben es geschafft. Und uns den Weg ins Rathaus freigeschlagen. Würde ich jetzt mal behaupten, ja. Sieg. Der Weg ist frei. Ich bin gespannt, welche große Aufgabe uns hier erwartet. Hallo, junger Mensch. Ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher, hier zu sein. Ja, total. Also, hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Ich bin sehr volksnah. Gelegentlich gönne ich mir auch schon vor 7 ein Glas Rosé. Ja, Ma'am. Das war's? Wer Folgst hätte mir? Nicht gern ein Foto mit der allerwichtigsten Frau im Städtchen? Ah, geil, es gab sogar. Gut. Jetzt. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folg ich dir auch nicht. Machen wir ein Foto, zukünftiger Wähler. Nummer 9. Bürgermeisterbüros, vielen Dank für deine Hilfe. 10! 25 EP. Wow! Ja, mehr war hier scheinbar nicht. Wirklich? Jimmy, ne? Dieser Selbstjustiz Jimmy. Ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Jimmy? Jimmy oder Timmy? Zu wem sagen wir nochmal? Jimmy. Alles klar, dann. Jon war mal Jimmy besuchen. Oh, du bist's wieder. Was geht, Held? Furz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh, hey, der das Kuhn hat jetzt gesagt, klar du gemacht. Die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Achso, sie ist ja die Zeugin, stimmt ja. Oh, sehr schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich red erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähl ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, ich also befürchte, gut. Wir werden zu Drogendealern. Noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was, was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer. Schnell. Schnell. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Okay, was geht jetzt ab? Das ist er doch, oder? Okay. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Ja, hau mal rein. Hohe Schmerzgrenze, Mutantenstärke, übermenschliche Treffergenauigkeit. Siehst du den Helden-DNS-Log, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Kampf-Effektivität aus.
Wähle deinen DNS-Platz und drücke X. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier oben noch einen frei. Stimmt. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. DNS-Strang. Stärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen, angeblich. Rothaarige DNS? Vergiss es. Ja, also ich habe hier eigentlich nur die eine Attacke, worauf das passt, oder? Treffer. Ah, da unten rechts sieht man es. Plus 20% Muskeln. Gesundheit. Hören. Hören habe ich zwei Attacken, also nehme ich erstmal Hören. Jetzt weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt. Verdammt geile Scheiße. Alles klar. Das ist richtig geile Scheiße. Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Nice. Und ich mache direkt mein DNS. Artefakt. Ein großes Artefakt kann ich vergeben. Da habe ich zwei Stück von. Plus 18 Bonus Verbündeten Gesundheit. Oh, 6, 8, 6. Boah, das macht ja fast... Was ist denn das für eine Entscheidung, bitte? Natürlich das. Macht 140. Oh mein Gott! Was? Geht ab? Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Scheiße! Scheiße! Ich wollte doch nur Drogen kaufen. Mir ist so langweilig. Zum Glück seid ihr vorbeigekommen. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Das ist für alle Frauen auf der Welt, was? Die Blutheits tragen müssen. Nie im Leben. Wie soll ich die denn alle besiegen? Ich bin einfach super krass, so geht das. Nice! Ich bin echt richtig krass. Zack, ey, komm, wie sie da liegen. Mir liegen die Frauen zu Füßen. Zack. Kommt ja noch nicht mal bis zu mir. Du bist keine Kellnerin. Ist tot. Das war ein richtig kurzer Fight. Komm, tritt nochmal drauf. Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Nein. Ich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch. Ah, Rebecca. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Bah! Wow, war das knapp, ey. Da will ich auf keinen Fall hin. Du hast dich mit den Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen. Ich werd voll getrollt. Zu Recht. Was zur Hölle? Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht. Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt. So eine Scheiße, meine ganzen Follower sind futsch. Ich muss sofort an den Computer. Ihr wurdet so gehackt, oder? Puiuiuiui. Hallo Neues. Ah. Keine Sorge, ich kündige all ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge. Boah, was ist sie für ein krasser Smartphone-Held? Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Naja, du weißt ja, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Haben dich deswegen deine Eltern versteckt? Weil dein Geschlecht in keine Norm passt? Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu, du hast ein Riesenproblem. Woher weiß sie das alles? Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Und was genau bin ich jetzt eigentlich? Der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat mich aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen hast, das hilft mir weiter. Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Call Girl. Pass auf dich, ja, auf, Geschlechtsloser. Treffender Name auf jeden Fall. Gewonnen. So geht das. Neue DNA. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Ah, Morgan Freeman. Minderjährige dürfen da nicht rein. Oh, gut, dass du mir das gesagt hast. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Ich bin geschlechtslos. Das rettet mich, oder? Was ist hier drin? Was ist in diesem Kofferraum?
Okay, was ist das für ein krasser Burrito jetzt? Beschaff dir eine Tortilla. Kauf Super Shuffle. Jetzt muss ich erstmal shoppen gehen. Nee, nee, ich stell mich da trotzdem nicht hin. Ich kann die Map nicht öffnen. Ach ja, ich geh da hier. Okay, beides nach links. Schon mal falsch gelaufen. Kommt her, Mezis! Hier, Mez! Muss ich das jetzt umgehen? Ich hab dich alles angefurzt hier. Ich muss das umgehen. Jetzt müssten wir eigentlich auf der anderen Seite sein. Ich verstehe nicht ganz, warum da der Weg zugemacht wird, weil irgendwie nimmt mir das gar nichts weg. Aber egal, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Crunchies Microbrew. Ich glaube, ich muss in das hier rein. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht hier Cock Magic machen. Ah, schnell, also. Ich quatsche einfach mal an, die werden schon wissen. Auf Karte, sehr besonders. Kinderarbeit noch zu vergeben. Was ich brauche? Nein, ich muss nachgucken, was ich brauche. Kaufe super scharfe City Shrimps, finde Skeeters Dach gereifte Käse. Also super scharfe City Shrimps. Bitte, Bestellung bitte. Super scharfe City Shrimps. Da, City Walk Spezialität. Oh. Okay, die waren aber teuer hier. Finde Skeeters nachgereiften Käse. Classy will immer noch erst reden, wenn du ihr die Medizin besorgt hast. Ich bin dabei, Bulli, pass auf. Skeeter, sind zu Sechsklässler, ist Skeeter, ach so, Skeeter, Weinbar. Käse. Dachgereiften Käse, also muss ich doch irgendwie nach oben. Erinnerst du, als Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Oh, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Skeeter. Such endlich was aus. Ich muss noch Stielgläser sauber spucken. Gute Arbeit gestern Abend. Du darfst leider keinen Wein zu den Käsebällchen trinken. Hau rein. Kauf mal eine Tortilla. Bleibt sauber, Kinder. Wo könnte ich denn jetzt den Käse herbekommen? Dein Kumpel Kyle hilft dir, hochgelegene Stellen wie ein Dach zu erreichen. Du musst ihn nur rufen. Du musst eine neue Verbindungskraft freischalten, um diese Probleme zu lösen. Triff Human Guide bei Kyles Haus. Ach so, ja, ich habe nämlich die Mission bekommen. Lasst mich doch noch mehr hier rumlaufen. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Ich schätze, das können wir noch reinschieben hier. In die Folge. Wo müssen wir hin? Wo ist die Saftbacke? Im Hinterhof. Im Hinterhof, okay. Bin wieder da. Da ist er. Oh Gott. Sieht immer noch schlimm aus. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf! Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Besiege den Human-Kyle-Doppelgänger erneut. Diese Barriere Was ist wie das Rote Meer. Ohne Moses kommt geht hier nicht durch. Ab. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Bist du Bluter? Zack, Weg frei. Papa. Jetzt kriegst du es auf die Fresse. Ich soll jetzt angreifen, ja? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Hoppla, ich dachte, ich verfehl dich. Vorsicht, Kuhn. So, der Kuhn, der macht es nämlich wieder hier. Ja. Nee. Oh, jetzt reicht aber.
Okay, jetzt reicht's. Ja, ich finde ich auch langsam. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmei Shiginge! Was? Die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen. Ah, er hat dich losgerissen. Oh nein, mein Drachen hängt in den Baum, Kusar Kyle. Dann gib auf. Keine Sorge, Superkumpel Kusar. Ich hab vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich hab noch meine Superwaffe. Das ist gar nichts. Diese Kinder ärgern mich. Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich ruf jetzt eure Mutter an. Oh. Hab sie, Tante Sheila. Das wird krass. Spezialziel. Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Los geht's. Der hat aber nur noch ein Schild. Ich muss schon beide killen, oder? Ich mach schon noch beide. Ich steh scheiße. Warum stell ich mich denn direkt vor die? Alter, das ist meine Mom. Hört mal alle auf. Wir treiben es zu weit. Scheiß drauf. Diese Burschen müssen mal Manieren lernen. Die braucht eine Kraftflügel hier. Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlage ich tot. Mom, beruhige dich. Ich trete eure verfickten Erben. Ich mache erstmal hier einen Zeitreisefurz. Da siehst du, was du davon hast. Scheiß auf eure Spielregeln. Verstanden? Au! Nicht, dass dein hübsches Kostüm zerreißt, Super Craig. Mir wird schwummrig. Ich brauche einen Salzbrecher. Die haut krass drauf. Die haut alle krass drauf. Ein toller kleiner Superheld. Ich bin ohnmächtig. Nein! Ich zeig dir den Finger für immer. Ihr bittet Regeln. Okay, ich muss jetzt voll auf die Magie. Boah, die hat super viele Züge. Das kann nicht sein. Du kannst ganz schön einstecken, Diabetes. Schön, dass du es bemerkt hast. Nicht übel, aber Diabetes. Ich hab gleich wieder einen Superangriff. Aber jetzt ist sie fertig. Ein weiteres Opfer des Kuhn. Ich weiß, dass ich es verwasseln werde, aber gut. Das war nicht zu fest, oder? Boah, jetzt dürfen wir es nicht vermasseln. Lasst meine Mom in Ruhe. Pew, pew. Bereit aufzugeben? Ich glaube, wir müssen nicht ausschließen, Jungkeit. Aber erstmal löschen wir dich aus hier. Bam, Captain Diabetes. Bam, 120. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, und du kannst das Ding hier beenden. Wie jedes Mal tun. Steh auf, wir haben sie ohne dich besiegt. Du kannst aufwachen, wir haben gewonnen. Mom, alles okay? Super. Jetzt haben wir die neue Fähigkeit hier. Wie sollen diese Kinder verhaften? Nein, nicht Mom. Was? Keine Polizei. Halt die Schnüss. Das ist meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Ist das klar, junger Mann? Hey, Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Ja, manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus Nein. dem Baum. Vorher wird nicht Den hab ich ja gar keinen Bock. Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Bah, der ist doch ekelhaft, der Junge. Ach, Kacke! Wie kriegen wir den da runter? Wir haben die neue Fähigkeit. Wir bekommen die neue Fähigkeit. Ach, ich muss analysieren, nicht? Aha, ungültiger Verbündeter. Oh, ich muss auswählen, welchen Verbündeten ich wählen möchte. Wow. Dein Arsch steckt voll. Wow, das hat mich jetzt überrascht. Die Quicktime-Events hier. Wir haben es geschafft. Jetzt muss Mom nicht mehr sauer sein. Warte, wir können erstmal die Furzkur machen.
Ich nenne es Furzkuh. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkuh schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Alles klar, wir haben Furzkuh freigeschaltet. Damit kommen wir an unsere letzte Zutat. Aber das heben wir uns auf für die nächste Folge. Und dann gehen wir Drogen kaufen.